So, willkommen zurück bei Let's Play Your Minecraft. Wir sind hier bei Level 4 von The Dimensional Jumper. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich rein und sehen als erstes den Hintern von einem Schaf. Ist das nicht toll? So, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. In diese Dimension zumindest. Da hinten ist ein Loch oder was ist das? Ja, einfach nur ein Loch. Hier geht's runter. Auf irgendeine Druckplatte oder sowas. Da schauen wir mal ganz schnell hin. So, und jetzt würde mich echt interessieren, was ist denn hier in der Parallelwelt? Ah, okay. Es sieht leider sehr nach einem Jump'n'Run aus. Jetzt gehen wir wieder hierher und sind in einem Geheimraum. Das ist ja Wahnsinn. Oh, diesmal brauchen wir zwei Schalter. Okay. Dann dürfen wir hier in diesem Loch nicht in die Parallelwelt, denn da fallen wir runter. Sondern wir schauen uns hier außen noch um. Denn irgendwie. Ah, genau. Okay, da ist eine Brücke drüber. Wie sieht's hier aus? Das sind wahrscheinlich genau die fehlenden Teile von der Brücke. Und wenn wir runterfallen, sind wir tot. Konzentrieren. Ach so, einfach stehen bleiben oder wie? Okay, zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir runterfallen, weil wir ja normalerweise noch die XP-Orbs aufsammeln. So, dann müsste es doch gehen, wenn wir einfach hier stehen bleiben. Tatsächlich. Finde ich geil, sowas, dass man nicht springen muss, sondern einfach ja, kurz konzentrieren, sondern einfach drauf stehen bleiben kann. Dimensions, ach nee. Erstens, splash the potion at your feet, jump forward before teleportation. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir hier stehen bleiben können. Okay, falsch gehofft. So, dann laufen wir wieder rüber zu Level 4. Und wollen uns dann nochmal hier an die Brücke wagen. So, dann sind wir hier stehen geblieben. Und ans vordere Ende, das heißt im hinteren Bereich sollten wir das nächste Mal. Und es wird bestimmt noch ein nächstes Mal geben, weil ich das nicht beim ersten Mal schaffe. Beim nächsten Mal im hinteren Bereich stehen bleiben. Gerade noch so geschafft. So, dann müssen wir jetzt hoffentlich hier runter. Weil wenn nicht, dann. Naja, dann halt nicht, ne? Ach Mann. Ich dachte, wir müssen. Vergesst es. Ich dachte, wir müssen einfach weiterspringen, dabei hätten wir auf das Ding darauf sollen. So, jetzt hier im hinteren Bereich. Genau. Nein! Ach Mann. Und ich soll versuchen, nicht so oft zu sterben. Weil beim Sterben ist der Weg inzwischen ein bisschen lang geworden. So, im hinteren Bereich.
Tja, so viel zum nicht so oft sterben. Und ich glaube, am Ende der Map probiere ich es nochmal aus, was denn passiert, wenn wir im Main Room da irgendwas machen. Ob da denn irgendwas passiert, wenn wir im Main Room so eine Ex. So eine Ding. Wie heißt es? Erfahrungsfläschchen werfen. So, dann den altbekannten Weg. Das gibt's doch nicht. Beim ersten Mal hat's funktioniert und jetzt funktioniert's überhaupt nicht mehr. Aber das kann ich ja jetzt gleich mal ausprobieren. Ah. Cool. Es ist echt cool gemacht. Was? Nein, ich habe keine 2 geworfen. Echt nicht. So, dann hoffe ich mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen beschleunigen können. Und ich muss dazu sagen, natürlich gehen die FPS... Hey! Was? Was soll... Ich habe es einmal geworfen, das Ding, ne? Das ist schon klar. Dann steht er da drauf und wirft gleich nochmal. Was soll denn das? So, das hier geht immer noch. Jawohl. Das brauchen wir aber nicht. Wobei, eigentlich könnten wir es so machen. Und da müssen wir nicht mehr so oft laufen. Da, wenn wieder eins verloren geht. Wobei, wie ist es eigentlich gegangen? Ich hatte doch nur eins in der Hand, oder? Ach so, die stacken sich dann. Ah, das ist ja ein bisschen blöd. Naja. Na gut, dann hat sich das Ganze ja eh schon erledigt eigentlich. Denn dann muss ich sie ja alle hier vorn haben. Halt, Moment, hier muss ich jetzt weiterspringen. So, und jetzt zum zweiten Mal geschafft. Hä? Aber nee, ich glaube, es ist besser, wenn ich es einfach nicht hinterfrage und einfach nur springen. Nein, nein, boah. Jetzt mal ganz ehrlich, wie sollen wir da hochkommen? Also stimmt, fliegen können wir ja nicht. Aber jetzt gleich. Und ich will jetzt wirklich mal nur kurz nachschauen, wie man denn jetzt bitte hier hochkommen soll. So, hier ist man hier, genau, das ist ja das da. Aber wie soll man von hier da vielleicht hochkommen? Ah, okay. Dann werfen wir eins weg, denn das haben wir unrechtmäßig erhalten. Und probieren das Ganze jetzt nochmal, nachdem wir jetzt wissen, wie es geht. So. Hoffentlich der letzte Versuch jetzt. Dann hier. Dann hier hoch. Ja, Gratulation. Mann. Naja, hoffentlich der letzte Versuch. Garantiert nicht der letzte Versuch. So. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich in Zukunft auch, wenn ich an einer Stelle ein bisschen länger hängen bleibe, ob ich dann weiterhin so ein bisschen durchrushen soll oder es einfach lassen soll oder eben ganz normal durchspielen soll.
So. Probiere ich es mal mit Anlauf hier. Und jawohl, es hat funktioniert. Tada. Ach, wir haben jetzt erst einen, ne? Naja, hoffentlich kommen wir jetzt dann in das zweite rein. So, und hier rüber. Wir stehen immer noch am Rand. Dann hier wieder rüber. Und hier können wir jetzt zumindest einen Hebel schon mal platzieren. Ja, toll. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich den zweiten Hebel jetzt herbekommen soll. Dann werde ich mich noch mal ein bisschen in der Welt hier umschauen müssen, schätze ich. Oh, ich kann kein Feuer löschen. Okay. So, da drüben ist der Startpunkt. Dann schauen wir nochmal hier hinter. Ist hier irgendwas? Nö. Hä? Sonst ist hier aber auch nirgendwo irgendwas, oder? Nee. Und hier aber auch nicht. Wow. Was war das jetzt? So. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wo müssen wir hin? Wo ist der zweite Schalter? Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Dann gehe ich nochmal ganz kurz in Creative Mode und gehe nochmal in die andere Welt. Und schau mal, ob der hier vielleicht irgendwo ist, dass wir hier irgendwas machen müssen. So, hier ist eine Dette. Ist hier vielleicht noch irgendwas Besonderes, dass man von hier irgendwo hinkommt? Der Boden hier ist noch ein bisschen anders. Komm einfach von hier. Nee. Hier fällt man auch nur runter. Puh. So, da war der eine Rahmen. Ach cool, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass das hier so eine Sonne darstellt. So, das hier sind die Wolken, da kann man einfach durchfliegen. Tja, aber wo ist? Also entweder ich bin zu blöd, um den zu sehen. Na gut, das wird's wahrscheinlich sein. Aber jetzt schaue ich hier auch nochmal. Hier müsste Wasser hinten sein. Ja, ist auch. Nur kein Schalter. Puh, und das ist jetzt Level 4. Ja gut, dann gehe ich vielleicht einfach nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht ändert das ja irgendwas. So, Level 5 ist noch nicht frei, ist ja klar. Wenn ich jetzt nochmal hier reingehe. Hat das dann hier irgendwas verändert? Vielleicht in irgendeinem Loch hier drin. Nee. Weil vielleicht hier hinterm Wasserfall.
Auch nicht. Sag mal, wo ist denn das? Hier drunter ist auch nirgendwo ein Loch. Boah. Nee, also Entschuldigung, aber ich find's jetzt echt nicht. Ein X-Ray oder sowas habe ich jetzt leider nicht. Das könnte ich nachschauen. Wo das ist. Aber. Nee. Es soll nicht sein. Ah, oder aber. Ich bin einfach echt nur zu blöd, um das zu sehen, dass wir hier hochkommen. So. So, angenommen, wir wären hier oben. Was dann? Ja, ganz toll. Das bringt uns ja auch nichts. So, hier fliegen wir hier dran vorbei. Aber hier ist nichts Rahmen. Hier ist noch irgendwas. Und wie... Also Entschuldigung, aber wie soll ich das dann von hier hinten sehen? Nur hier drauf fokussiert und... Naja. Wir haben es zumindest schließlich und endlich gefunden. So, alle Überflüssigen wegwerfen. Und dann hoffen, dass man das Richtige trifft. Und hier rüber gehen. Moment. Es tut mir leid, dass ich dafür in den Creative Mode gehen musste, aber ich wusste halt echt nicht mehr weiter. So, hoffentlich wird das nächste Level ein bisschen weniger anspruchsvoll. Weil anspruchsvoll ist einfach nichts für mich. So, dann kommen wir hier hoffentlich wieder zurück. Jawohl. Dann haben wir das jetzt auch endlich geschafft. Geschafft. So, und dann wartet das nächste Mal Level 5 auf uns. Wir haben jetzt fast 20 Minuten dafür gebraucht. Naja, das nächste Mal wartet Level 5 auf uns. Und ich sag, bis dahin.